Ja Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute habe ich keine Erkundungstour geplant, sondern eher dachte ich mir, dass wir den Garten von der Villa bauen könnten. Zumindest den Anfang, also vorne rum, jetzt zur Seite und hinten noch nicht, weil da kommt ja noch was dazu. Aber ja. Also ich habe hier nochmal einen zweiten Ofen dazu gemacht und ein paar Monster gekillt. Hier brennt gerade das Eisen. Und ich dachte mir, dass wir zum Beispiel mit dem Knochenmehl mal unser Getreide da hinten verbessern können. Also es schneller wächst, weil in den ganzen Folgen ist das jetzt erst so viel gewachsen. So. So, und schon ist das Feld ein bisschen größer. Man geht das schnell. Samen, komm her. Warte, komm. So. Dann noch fünf weitere Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kurz noch braten. Und die restlichen Samen drauf. Und dann haben wir schon mal drei Brote mehr. Dann, also ich hätte gedacht, dass wir zumindest mal eine Anleitung von dem Pool bauen. Weil ohne dass wir in der Höhle waren, kommen wir an keinen Quarz und ohne Quarz könnte es schwer werden, einen schönen Pool zu bauen. Ich hier mal Stöcke wieder. Warte. Dann eine Spitzhacke. Und einen Eimer. So, die Spitzhacke kommt erstmal dahin, weil die ist noch sehr speziell. Aber ohne dass ich Eisen und Mast produziere, will ich die nicht benutzen. Dann, ja, bauen wir den Pool, würde ich sagen, hier so. Schön umringt von den Bäumen. Geht mal weg. Die dummen Fraßpflanzen. Dann machen wir ein 5 mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oder ein 5 mal 4. Da ist ja dann eigentlich nur 4 mal 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen klein. Okay, wir machen ihn doch größer. Also ein Winzling will ich hier nicht haben. Wenn schon eine Villa, dann eine richtige Villa. Der Baum da müsste jetzt wahrscheinlich weichen. Baum, geh mal kurz. Du warst zwar Gartendeko, aber die passt jetzt hier nicht mehr so richtig hin. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, ja. Zweiter Knopf. Oder nee, das hier wird ein Teich. Noch kein richtiger Pool. Kurz eine neue Schaufel. Das ist die effizienteste und beste Variante, Sachen zu verschrotten.
Was wollte ich jetzt? Achso, eine neue Schaufel. Eins. So. Schaufel Nummer 2. Nur mal kurz nachgeschaut, ob die Aufnahme noch läuft. So, dann fülle ich hier erstmal mit Erde auf. Mach so natürlich wie möglich. Ja. Das ist für meine schlechten Bauchpilze, würde ich sagen, gut. Dann sieht es wenigstens nicht so schlimm aus. Dann. Vielleicht fange ich ja noch ein paar Fische im Wasser mit dem Wassereimer. Dann können die hier auch gleich einziehen. Also keine Delfine. Weil für die, die German Let's Play und Paluten kennen, die wissen ja, was passiert ist. Warum ich keine Delfine wahrscheinlich fangen werde. Oder wenn ich Delfine fange, dann ein richtiges Gehege. Schon wieder falscher Kopf. So. So. Sieht wenigstens ein bisschen natürlich aus. Dann machen wir hier einfach noch das hier ein bisschen tief. Das lege ich danach frei. Dann holen wir mal jetzt das Wasser. Dann habe ich gerade noch ein paar schöne Sonnenblumen gesehen, als ich aus der Höhle zurückgekommen bin. Weil dann könnten wir ja paar schön die Sonnenblumen hier drumherum bauen. Oder zumindest in der Nähe von dem Teich. Ich mache jetzt hier erstmal eine unendliche Wasserquelle, damit ich nicht die ganze Zeit so weit laufen muss. Wird schon wieder dunkel. Gehe ich lieber mal schlafen, auf Monster habe ich keine Lust, ohne Rüstung. Gehe schneller unter Sonne. Könnte kurz dauern. Achso, ja. Und ich habe ein Steak. Ja, jetzt können wir schlafen. Und ab geht's. Wird weitergebaut. Und da sind schon die ersten Fische, die zumindest ein paar Fische, wo dann im Teich leben werden. Die paar Blumen, die hier stehen, werde ich wahrscheinlich auch drumherum machen. Da. So, geht mal weg, Gras. Und falls ihr noch ein paar Ideen habt für den Garten, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wird ja schnell voll. Und nee, immer noch nicht. Ein, zwei Pfützen noch. Da hinten noch. Aber erstmal mache ich hier. Daneben. Stimmt, so ein Wasserfall könnte ich hier auch noch hin machen. So. Dann, da ich ja eh genug
Stein habe und jetzt auch genug Kohle, mache ich hier wirklich noch einen kleinen Wasserfall hin, der hoffentlich schön aussieht. Aber erstmal baue ich die Samen hier unten noch an. Ach so, ist ja kein Platz mehr. Dann, ja, nee. Erweitere ich noch schnell. So. Ja, das reicht. Oben rein mit den dreien. Dann bisschen Steinschmelz wieder zu, ein bisschen Bruchstein wieder zu normalen Stein verarbeiten. Ach so, dann bräuchte ich auch irgendwann noch, wenn ich einen Zaubertisch habe, dann kann ich ja auch noch mal ein paar einen Zaubererraum bauen, der jetzt wahrscheinlich, den ich dann wahrscheinlich nicht so richtig an die Villa koppeln werde, weil mein Magieort noch zu unserer Villa. Nee, gefällt, denke ich, ist jetzt nicht so schön. Die Quelle ist auch nicht so schön. So, dann noch ein paar Pflanzen drumrum. Das Steak esse ich. Du. Du. Ja, nee, die ist hässlich. Also ihr könnt ja auch mal eure Lieblingsfarbe in die Kommentare schreiben. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Deswegen wird diese kleine Mohnblume hier auch einen Ehrenplatz bekommen. Also sobald ich Tontöpfe in meinem Haus habe, erstmal, ach, da sind ja noch ein paar mehr. Ja, dann kriegt die erstmal hier. Bitte setz dich in die Mitte. Ja, dann halt nicht. Ja, so nicht ins Wasser. Dann, sobald ich Tontöpfe habe, bekommt die einen Ehrenplatz neben meinem Bett. Ja. Ja, sieht doch schön aus. Ja, der Wasserfall kommt hier hin. Hier hätte ich die Quelle vielleicht noch offen lassen sollen. Oder nee, eigentlich muss ich eh nur einmal laufen. Um eine Wasserquelle da reinzusetzen, werde ich. Ja, Erde habe ich noch. Muss noch mal weg. Ich sollte mir noch mal eine normale Steinspitzhacke machen. So. Mach halt die Tür erst zu, wenn du rausrennst. Dann kommt hier die Quelle rein. Nein, ich habe keinen Dreck mehr. Warum? Ich habe doch so viel gesammelt. Nehmen wir ein. Ja. Nehmen wir einfach hier ein bisschen. Also ich werde jetzt auch nicht so ein richtig plattes Gebiet hier hinbauen wollen. Weil ich finde, das ist dann nicht so schön. Vor allem nicht für meinen schönen Garten, der hoffentlich schön wird. Weil eigentlich bin ich ja nicht so ein richtig guter Bauer. Und hoffentlich wird dieser kleine Wasserfall auch mal schön.
halt da hoch. So. Dann. So. Oh, ich habe einen besseren Ehrenplatz für die Mohnblume. Die kommt da hoch. So. Ja. So, jetzt nur noch ein, zwei Fischlis fangen. Fische, kommt her. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ein paar Fische in dem Teich habe. Dann für euch bis gleich, für mich bis später. So, dann. Okay, der Lachs, die Lachse mögen wohl die Wasserfallhöhle. Dann würde ich sagen, also wir haben zweimal Kabeljau und zwei Lechslachse. Wie auch immer die Mehrzahl von Lachs ist. In unserem Teich. Ich finde, er ist schön geworden. Und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier bei unserem Meisterwerk. Also wie ich es nennen würde. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade eine Abmoderation machen. Kannst du nicht einfach meine Abmoderation unterbrechen? Ach komm. Da denkt man sich einmal eine Abmod nachts wäre schön. Piss dich. Geh drauf. Au. Sorry, Fische. Hätte euch ja geholfen, aber. Wo ist mein Brot? Oh. Ah. So. Jetzt bitte kein Monster mehr kurz. So, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.